Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games. Hier ist immer weiter bei Let's Play The Division. Und es gibt wieder Story zu genießen heute. Ihr seht, ich habe hier auch schon mal ein bisschen abgegradet. Das heißt, ich bin jetzt hier Level 22. Wir gucken mal kurz ins Inventar rein. Hätte ich vielleicht vorher leer und aufräumen sollen. Gucken wir mal ganz kurz, haben wir hier irgendwas Gutes? Auf Anhieb nein. Auf Anhieb nein. Ich gucke jetzt wirklich nur ganz schnell drüber. Ah, die sehen natürlich interessant aus. Was haben die denn hier? Plus LMG-Schaden. Meine machen Präzisionsgewehrschaden, dann tausche ich die noch nicht aus. Was haben wir hier noch? Oh, die Maske ist auch nochmal gut. Verbündetenheilung bringt mir nichts. Meine Maske, was macht die momentan? Plus 17 Schusswaffen auf Verbündetenheilung und plus Lumpen sammeln. Ja, die werde ich danach austauschen. Die werde ich danach austauschen. Ich würde sagen, ich gehe hier rein, nur mit einem Teil der Medkits und... Joa. Klappt hoffentlich trotzdem. Oh, nehmen wir das jetzt. Ah ja, genau, die Waffen sind auch ein bisschen lila jetzt. Wie schmeckt dir der Dreck? Ich frage. Sie sind schon da. Na, da oben schon wieder Sniper da. Da oben bestimmt. Ja. Na, das Geschütz habe ich doch umsonst hingeschmissen. Na, nicht ganz umsonst. Der Sniper ballert drauf. Na, da ist das Geschütz schon. Nee. War eine Granate von ihm oder so. Dann kriege ich den hier? Nee. Ah, das Geschütz rotzt den ja richtig weg. Geil, ey. Bereich sichern, erfüllt. Sehr schön. War jetzt mal gar nicht so schwer, ne? Aber das kommt ja auch noch, ne? Wir gehen ja mal gerade rein hier in den Eingang. Ins Kraftwerk. Das Kraftwerk. Oh, 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 oh. Was ist denn da los? Wie seine Jungs nochmal, bevor ich hier die Bude dicht mache. Hoffe ich doch mal, dass ich sie dicht mache. Na, hier ist noch eine Kiste irgendwo. Da. Ich hoffe, hier kommt noch eine Kiste damit alles auffüllen, weil wie gesagt, ich bin echt hier nicht so super Sahne vorbereitet rein. Na, wo warten die ersten bösen Jungs? Noch nicht. Aber Checkpoint. Wenn sie auf Gasrohre schießen, erzeugt das eine große Flamme. Welche Gasrohre? Die da? Nee, bestimmt andere, ne? Ah, auffüllen, sehr schön. Ah, aber keine Medikits und auch keine Splittergranaten. Das gibt's immer nur zu Hause, im Safehouse. Okay, Eingangsbereich haben wir uns drum gekümmert. Da hinten geht's hin. Da muss ich selber aufpassen, dass ich da nicht dumm neben Gasrohren stehe, ne?
auch viele böse Jungs. Oben auch irgendwas? Ja, oben bewegt sich auch irgendwas. Ich hätte gerne gleich zwei im Target. Ach, wurscht. Sag ich doch. Ah, die Granate, die trifft mich nicht. Ah, Mist für die. Na, geht doch. Ach, dann. Wo ist die Granate hingeflogen? Nicht zu mir anscheinend. Ah, hinter mir, okay. Den Sprengstoff ausfindig machen, machen wir. Der Sprengstoff ist bereit. Wir sprengen die Generatoren auf dein Zeichen. Aber wir kriegen Gesellschaft. An der Vordertür wird beschossen. Okay, Rico, was macht ihr? Wir machen gerade die letzte Bombe scharf. Beeilt euch, der Laden hier soll brennen. Licht aus für alle! Toll, diese Arschlöcher sind lebensmüde. Sie wissen, wie man mit Sprengstoff umgeht, oder? Der Schnüffler in ihrer Shade-Tech müsste sie direkt zu ihnen führen. Oh, da ist schon ein dicker Sieht so aus, als hätten wir eine neue Bude, Leute. Wir sollten ja mal richtig die Sau rauslassen. Ich kann mir vorstellen, der Ort ist ziemlich beliebt bei der JTF. Die glauben, wir servieren ihnen Schlüssel zur Stadt auf einem Silbertablett. Falsch. Zeig denen, wer das sagen hat. Ich stehe ziemlich beschissen. Sag ich ja. Ah, ich muss mit meinen Hits, mit meinem Gesundheitspaket ein bisschen haushalten. Oh, ey, der steckt ja eine. Ah, gleich hammern. Sag ich doch, gleich hammern. Ah, trotzdem schon Hammer, was die Kerle mittlerweile an Munition stucken, ne? Kiste oben, ne, oder? Ne, da. Auffüllen, sehr schön. Das kommt später noch, also wirklich, wenn man dann so Herausforderungen und so einen Scheiß macht, da geht euch echt die Munition aus. Das ist dann das Zeug, was ab Level 30 kommt. Oh, hat's in sich, hat's in sich. Ist nicht langweilig, sagen wir mal so rum. Aber mal ändern. Vielleicht nichts mehr, sagen wir mal so rum. Oh, falsche Wummel. Oh, da kommt. Ihr atmet immer noch. Scheiße, stimmt ja. Ihr könnt nicht sterben, weil ihr die Guten seid. Die mit den weißen Hüten. Los, ist das hier kein Film, Cowboys? Das ist jetzt unsere Show. Wisst ihr, hier geht's nicht darum, auf welcher Seite man steht. Es geht um Strom. Ihr braucht ihn, wir haben ihn. Und ich kann damit machen, was ich will. Ein großer Knall. Mir schreibt sie nicht. Die ganze Stadt ist wieder im Mittelalter. Denn wenn wir ihn nicht kriegen, kriegt ihn keiner. Ja, wir kriegen ihn aber, Junge. Ihr habt völlig recht. Da draußen gibt's nur das, was man sich nennt. Wir haben uns das hier genommen und geben es nicht zurück. Falls ihr es wagt, rasten wir aus. Mit einem hübschen, großen Knall. Lasst uns in Ruhe, dann haben es alle schön warm heute Nacht. Wenn nicht, sterben alle im Dunkeln. Geht die Ecke wieder scheiße. Ah, Mist, sag ich doch.
Ich wollte nur um die Ecke eigentlich blind rumballern. Na gut. Entschärfen. Na, doch denken Sie daran, dass man hier mehr als genug Monitoren auffüllen kann, auf jeden Fall. Oh oh, großer Raum. Großer Raum. Da. Das ist ein Böser. Haben wir den Down schon, den Scharfschützen? Ehrlich? Geil. Das sieht doch noch gut aus. Das sieht doch noch gut aus. Oh, eine Granate? Kommt irgendwo? Na, wer hat da eine Granate geschmissen? Ah, da unten wahrscheinlich, wa? Ja, kleines Geschütz. Hilft. Hilft auf jeden Fall. Keiner mehr da? Sieht ganz gut aus, ne? Und die nächste Sprengladung. Sehr schön. Bomben entschärft. Keine weiteren Vorrichtungen entdeckt. Schön, dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf. Sobald es halbwegs sicher ist, lasse ich ein Team eine Bestandsaufnahme von der Anlage machen. Boah, ist aber nicht Endkampf hier drin oder so, ne? Ich wäre jetzt ein bisschen schnell auch. Aus, als hätten die Cowboys alle Bombenmannschaft. Ist schon okay. Daneben Plan B. Zeit, den Laden zu demolieren. Schlagt alles kurz und klein. Sorgt für einen Kurzschluss. Macht alles kaputt. Dann feiert ihr in der Hölle weiter. Oh, von da kommt er. Erstmal. Das klingt nicht gut. Wenn die genug Druck im Turbinensystem aufbauen, tja, dann geht das ganze Kraftwerk hoch. Vielleicht der ganze Block. Okay, bei diesen alten Kraftwerken war nicht alles automatisiert und es gibt manuelle Sicherheitsventile. Finden und öffnen Sie sie, um Druck abzulassen. Sofort wäre gut. Ah, da habe ich aber gerade wieder viel Schaden auf einmal reinbekommen gehabt, ne? Ach, die Sicherheitsventile sind wieder ausfindig machen. Das tut, lass mal liegen. Checkpoint, sehr schön. Na, trotzdem, die Zeit läuft.
Was habe ich gesagt? Die Generatoren können dem Druckanstieg nicht lange standhalten. Sie müssen den Druck ablassen, sonst wird Kraftwerk und der Großteil von Stoytown von der Karte gefegt. Unter mir, alles unter mir. Okay, runter. Halt, nee, kann nicht oben. Oh, komm, neue. Dahin, okay. Noch 8 Minuten. Oh nee, da setzt mich ja nicht neben so ein explodierendes Fass, ne? Das geht ganz gut hier, das Blindfeuern, wie gesagt. Sag ich doch. Hinten ist aber der Hebel. Ne, darüber. Bereich sichern. Ich will ja nicht drängeln, aber wenn Sie nicht sterben wollen, müssen Sie langsam mal die Sicherheitsventile öffnen. Habe ich auch schon gemacht eigentlich, ne? Bereich sichern. Ah, jetzt. Keine weiteren Sicherheitsventile entdeckt. Gehen Sie zur Schaltzentrale. Sie haben reichlich Druck abgelassen, aber er steigt immer noch. Eine völlige Abschaltung ist nur in der Schaltzentrale möglich. Also gehen Sie schnell dahin. Checkpoint, sehr schön. Also ich glaube, es wird ganz schön hart werden. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht mit dem Boss dann gleich. Wir kommen zum Ende der Welt, Arschlöcher! Macht sie alle, Leute! Wo, wer will mich alle machen? Wo, von wo kommen sie? Nichts zu sehen, ne? Ah, da jetzt. Irgendwo. Ah, da oben sehe ich einen. Da habe ich gerade einen gesehen, hier so, oder in dem Bereich da. Da.
Na, ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen verwinkelter Scheiß hier. Da. Nee, du fickst mich nicht von hinten. Okay, wo kommen die Jungs? Haben wir gesehen, da oben. Stimmt, hier irgendwo an der Seite da. Ah, Mist, da kommt noch wer. Ah, da. Eine Flanke hat mein Geschütz, hoffe ich doch mal. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen. Da wollen wieder alle in der Mitte durch, wa? Nicht nervös machen lassen, ganz ruhig, Gudi. Na, wer kommt da? Ja, schmeißt mal eine Granate. Okay, ein richtig fetter. Geschütz schon wieder ready, ja. Ah, schön, dass er sich selber geblendet hatte. Okay. Der hat sich da irgendwie, glaube ich, selber an diesem Ding hier gegrillt, ne? An diesem... Na, hier an der Flamme, die da rauskommt an der Seite, glaube ich. Erfasse ein Echo in der Nähe. Oh, ein Echo. Müssen, wenn unser Platz in der Stadt nicht respektiert wird. Denn wenn wir diesen Platz nicht kriegen, sorgen meine Leute dafür, dass ihn keiner kriegt. Und bis dahin werden wir leben. Ich gehe zurück zur Lexington. Haltet mir diesen Platz warm. Oder auch nicht. Wie ihr wollt. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, bevor ich hier die Tastatur benutze, weil ich denke mal, dann kommt nämlich die No-Respawn-Zone und wir haben schon 25 Minuten voll und der Bosskampf dauert vielleicht auch und ich verreck vielleicht wieder ein, zwei Mal, kann ja auch passieren. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Wenn dem so war, richtig, dann lasst den Daumen nach oben da und ich freue mich wahnsinnig natürlich darüber, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play The Division. Ich sag so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News und More bei Let's Play The Division. Wir sind hier im Warngate-Kraftwerk und ich glaube, auf uns wartet jetzt gleich der finale Endkampf hier. In der letzten Folge haben wir uns dann den Weg hierher freigekämpft und wie gesagt, ich denke mal, jetzt kann es nur schlimmer werden. Stromgenerator stabilisiert. Tja, nichts ist explodiert und die Sirene jault nicht mehr, also sieht es wohl ganz gut aus. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Sie können abziehen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, also vergesst die Begrüßung, ich hänge das an den letzten Part mit hinten dran, auf jeden Fall, weil, ja, ne? Gut, dann war es das hier wirklich schon gewesen, das war jetzt nicht, dann doch nicht so schwer, wie ich erwartet hatte. Aber auch Glück gehabt natürlich, dass sich der Nehmt da irgendwie selber in die Luft gesprengt hat. Und dann können wir hier auch noch verlassen, gemeinsam, das Ding. Gut, wunderbar, damit hatte ich echt überhaupt nicht gerechnet. Erfolg haben wir auch noch freigeschaltet, herrlich. Wie gesagt, also wundert euch jetzt nicht, dass ich mich erst verschiedet habe und euch begrüßt habe. Wir sind also immer noch im selben Part. Okay. So, hier sind wir immer noch das raus aus der Bude. Das ist der absolute Hauptgewinn, Agent. Was er sagen will, ist, dass wir Tonmaterial von einem unserer geschätzten Kollegen abgefangen haben. Er nutzt die Situation zu seinem Vorteil aus. Wir müssen ihn erledigen. So, dann holen wir uns mal dieses Audioprotokoll noch gemeinsam an. Man sollte doch meinen, es geht genug von diesem Virus um. Es geht um Einfluss. Wenn ich diesen Baukasten für die Dollargrippe habe, für dieses grüne Gift, das jemand zusammengebastelt hat, werden gewisse Leute sehr viel unwilliger sein, gegen mich vorzugehen. Eine Kanone eignet sich besser zur Selbstverteidigung als ein Virus. Seien Sie nicht so engstirnig. Denken Sie in größeren Dimensionen. Es gibt keine medizinische Infrastruktur mehr. Das ist wie im Wilden Westen da draußen, bloß weniger zivilisiert. Dass ich in der Lage bin, jederzeit den sicheren Tod zu entfesseln, bringt mich in eine Position der Stärke. Und die Kernbestandteile für einen Impfstoff zu kontrollieren, das ist auch ganz nützlich. Also könnten Sie noch mehr Leute töten. Wem sollte das auffallen? Es geht nicht ums Töten. Es geht darum, töten zu können. Und darum, ihnen eine Hoffnung auf Rettung zu geben. So wie sich die Dinge da draußen entwickeln, all die Gruppierungen, die sich ihr eigenes Territorium aus den Resten der Zivilisation schneiden, da ist es nur sinnvoll, ein Ass im Ärmel zu haben. So, verlassen haben wir immer noch nicht. Müsste unser Weg zu Ende sein. So, wunderbar. Die dicke EP-Belohnung habe ich anscheinend schon bekommen. Dann sage ich diesmal wirklich Tschüss und würde mich wieder trotzdem natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal einschaltet, weil dann machen wir mit Story weiter. Dann gibt es die nächste Story-Mission. Ich sage bis dahin, so long, goodbye. Euer Goodie.